Wahrheit oder eklige Jellybean mit Hugo. Ich spiele einfach mit. Ich mache einfach mit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ein legendäres Format mit einem legendären Gast, und zwar Hugo. Hallo. Wir beantworten heute Fragen, und wer sie nicht beantworten will, der muss diese komplett ekelhaften, ranzigen Beans essen, wo die Hälfte geil schmeckt und die andere Hälfte komplett scheiße. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Hugo, mein Hast du die schon mal gegessen? Ja, die sind komplett ekelhaft. Hast du aber schon? Ja, hast du schon? Hast du gesehen, was drin ist? Da sind zwei neue Sachen drin. Wir haben das Ganze schon mal mit Hugo gemacht, nur mit einem anderen Bestrafungsrat. Das, da war es noch Rat der Wahrheit. Ja. Und wir haben hier Mister, ich beantworte eh alles. Ich habe das Video hochgeladen und die Kommentare waren so, Hugo, der Erste, der mal alles beantwortet. Ja, wir machen es immer so. Einer zieht die Frage. Ich mach mit. Ich mach mit, Chat. Ich mach mit. Ja, man muss trotzdem random reingreifen. Ja, ja, random. Komm, dann dürfen wir schütteln davor. Ja. Spektakuläre Tornadoaufnahme in Schleswig-Holstein. Okay. Erste Frage an. Ich fange jetzt an. Ja, ich lese sie jetzt vor, die ist jetzt für dich. Wenn du nicht beantwortest, Jellybean. Ja. Ey, Hugo, für mich wirklich, also Sinnbild von Licht an, aber keiner zu Hause. Und die Fragen sind richtig asozial. Also es ist ein Mix aus Zuschauerfragen von Instagram. Als Bestrafung isst du die Gummizuckerteile. Oh nein, krieg Durchfall. Leute, die mein Team rausgesucht haben. Also die sind extra asozial, damit man auch ab und zu Bohne frisst. Ja. Right, Hugo. Frage Nummer 1. Einfach, aber auch unangenehm. Krassester Verdienst in einem Monat. Krasser Verdienst in einem Monat bei mir müsste 480.000 oder sowas gewesen sein. Vielleicht sogar 520, irgendwie sowas um den Dreh. 70.000. In einem Monat Payout? Ja. Mit allem zusammen? Okay, alles zusammen. Umsatz, nicht Gewinn. Nicht Gewinn, Umsatz, ne? 90.000. Okay, krass. Wie oft wechselst du Unterhose? Daily. Ja, jeden Tag. Auf jeden Fall jeden Tag. Bis jetzt ist wirklich easy. Ich habe auch eine rote. Okay, schon mal Crush auf einen Kollegen gehabt. Also Crush auf einen Kollegen aus dem Streamertum? Ja, obvious, also. Einen anderen Streamer oder YouTuber. Also, was soll ich sagen? Also YouTuber. Nee. Ich schwör? Ich schwöre, ne. Auf keine Influencerin auch? Nee. Okay. Können mit Streamern nicht zusammen sein. Kaufe ich dir jetzt einfach ab. Hä? Okay, er hat ja sein Glück. Ja, Knossi. Wenn du keine YouTuberin hast, wo du dachtest, so, das ist schon süß oder so. Wenn, dann früher. Okay. Aber jetzt in den letzten 5 Jahren, nee. Easy. Digga, die kann ich schon mal da hinlegen. Es wird jetzt einfach alles beantwortet. Wie viele Menschen geküsst? Geküsst, einfach. Geküsst, 50. Aber ab wann zählt es denn? So Grundschule? Wie, ab wann zählt das? Ja, keine so Ahnung. Auf den? Ja, 50, 60, I don't know. Ganzes Leben, wie viel, also außer, wenn ich jetzt jemanden geküsst habe bei Wahrheit oder Pflicht. Zählt so bei Flaschendrehen auch? Ja. Boah, keine Ahnung. Ja, okay. Hä, hast du nicht früher in der Schule so Flaschendrehen oder so gemacht? Ich habe keine Freunde. Kiste Homie Mode. Wir hatten das unangenehmste Spiel damals in der Schule. Das hieß einfach WKW. Wer küsst wen? Und was ist das denn für ein Spiel? Einfach nur Flaschendrehen haben sich Leute geküsst. Und es war übercringe. Einfach Sexspiel. Ja, und ich hatte, das Einzige, was ich hatte, war Fangen. Und wenn man gefangen, also ein Fangen war sozusagen. Musste man sich gegenseitig in den Mund kommen, oder? Kuss. Und es gab einen Checkpoint und ich bin zu diesem Checkpoint gegangen und ich bin trotzdem geküsst. Da war ich mich voll aufgeregt. Aber von einem Mädchen oder von einem Jungen? Von einem Mädchen. Ja, okay, dann sagen wir ohne das Flaschendrehen. Digga, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 20 und... 20? Hä? So hey, ich würde das viel. Ja, ja, aber... Ja, keine Ahnung, Flaschendrehen oder so. Ja, aber wir haben jetzt über 18 gesagt. Digga, allein wenn ich... Regal. Ach so, nee, dann nicht. Dann 15. Über 18. Dann 19. Ja, vielleicht dann so... 15? Ja, okay, krass. Ich will dir die Frage stellen. Sag du. 2. Okay. Ja, Hugo hat mich schon geküsst, Kevin schon geküsst. Was für ein Quatsch. Einfach lügen, Hugo. Über 18. No, dann 2. Welches Gerücht über dich hat dich am meisten verletzt? Aber das Gerücht, was mich am meisten verletzt hat über mich, ist, dass ich ein arroganter Hurensohn bin. Aber es hat sich halt bewahrheitet, leider. Gerücht, was stimmt? Ich musste erstmal damit klarkommen. Stimmt oder was nicht stimmt? Kann beides sein. Dass ich alles fake. Ja, check it. Ist aber so. Es fuckt ab. Ja, aber sonst fällt mir nichts ein. Ich habe keine Gerüchte. Ich hatte damals in der Schule, hat mal dass du Kriegswaffen in deiner Schublade hast, vielleicht hast. Scheiße über mich erzählt auf so Partys, dass mein damaliger Freund und ich irgendwie so 7 Stunden S*** hatten oder so. Das stimmt aber wirklich. Die Story habe ich damals auch schon gehört über Toni. Das stimmt wirklich scheinbar. Das hat einfach nicht gestimmt. Das stimmt, doch, die lügt. Bullshit gewesen. Nee, es war, es stimmt. Die hatten sogar 7,5 Stunden Sex. Erzählt, ja, weiß ich nicht. Und es war auch in so einem Alter, wo das dann auch Leute geglaubt haben. Grüße gehen raus. Danke für nichts. 7 Stunden ist crazy. Ich bin in einen Lehrer verliebt gewesen. Ich fand früher mal eine Lehrerin geil.
Die hieß Frau Mohr, aber nicht verliebt. Nicht so auf verliebt, nee. Nein, ich hab's nie gecheckt. Ich find's richtig eklig. Tod. Warst du schon mal? Nein. Fand's Digga, ich hasse übelst Lehrer. Übelst weird. Jeder einzelne Lehrer hier f***t euch. Ja, ich fand's übelst. Aber der außer einer. Aber der ist nicht mehr da. Denkst du, heute wird einen von diesen Bohnen gegessen? Ich nicht. Du vielleicht. Okay. Achso, ich will jetzt wieder mal, ne? Ja. Buddy Count. Mein Buddy Count, ich kann es nicht genau sagen, Chat, aber ich glaube roundabout 40. Irgendwie sowas, I guess. Aber ich kann es wirklich nicht genau sagen. 2. Krass. Was muss bei dir für eine Frage kommen, dass du nicht beantwortest? Gibt keine. Ich habe 40 Menschen. Ach, Buddy Count ist, wie viele Leute ich umgebracht habe. 300. Jetzt einfach eine stellen. Okay, warte. Aber ich esse da nichts, wenn ich die jetzt nicht beantworte. Lieblingssexposition. Diese normale da, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Lieblingssexposition, alle. Missionar, glaube ich. Ja, genau. Würdest du die andere Person daten? Sorry, auf gar keinen Fall. Hugo oder Toni? Nee, wa? Warum? Erklär mir. Keine Ahnung, du bist jetzt nicht so viel jünger als... Wie alt bist du, 21? 19. Bist du nicht? Laber nicht jedes Mal, dass du 19 bist. Du bist safe über 20. Warum safe über 20? Weil du das schon mal zugegeben hast. Das ist die einzige Frage, die du nicht beantworten würdest, wie alt du wirklich bist. Das einzige Bro, der sich die ganze Zeit jünger macht, als er wirklich ist. Auf unangenehm, Digga. Er sieht aber halt aus wie 42. 21. Ja, du bist halt 2 Jahre jünger als ich. Aber es fühlt sich... Zwei Jahre? Ja, ich bin 23. Du siehst aber älter aus. Jetzt sagst du ich jedes... Weiß. Und genau deswegen fühlt es sich einfach an, als wärst du so 7 Jahre jünger als ich. Es wird sich komisch anfühlen. Wird sich anfühlen, als würde ich so meinen kleinen Bruder daten. Wäre übelst weird. Okay. Findest du nicht? Ja, doch. Bei mir wird... YouTuber geistiges Alter immer, indem sie Fame wurden. Bro, ich bin mit 21 Fame geworden. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen gereift. Das wärst du meine Mutter halt. Was war das Öfteste, dass du an einem Tag masturbiert hast? 3-mal. 2. Ja. 2? Ja, ich weiß, low. Das war anstrengend. Ja, ich weiß, bei mir denkt man, ich würde... Same. Ich find's so, Digga... hintereinander? Wenn Kevin so sagt, 10-mal, was ist das, Digga? Was ist das? Wahnsinn. Wenn das als ja, hintereinander habe ich 2-mal gemacht, glaube ich. Ja. Beim ersten Mal fand ich schon kacke, beim zweiten Mal fand ich wieder scheiße, mache ich nie wieder. Okay, check. Hätte irgendwie gedacht, jetzt kommt so eine... Nee, ich bin nicht Kevin. Ja. Digga, der was denkst du, was ist bei Kevin? Ich glaube, so der hat es mir schon mal gesagt. Ich glaube 7, Digga, ja. 7-mal an einem Tag ist geisteskrank. Also Kevin. Ekelhaft, Digga. Den brauche ich auch mal bei dem Format. Verstört. Ich glaube, der wird aber auch ehrenlos zu viel beantworten. No. Unterschätzt das mal nicht hier. Oh, krasseste Placement-Summe. Die krasseste Placement-Summe müsste bei mir ein Werbespot gewesen sein, mit Fernsehwerbespot, knapp 280.000 Euro. Oh, jetzt bin ich gespannt. Boah, das ist schwierig. Irgendwie sowas, 220, irgendwie sowas, aber war ein riesiges Paket mit Videos und sowas, ne? Zu sagen, ich hatte halt so eine Jahreskurve, wo ich jeden Monat... Es waren nicht die Gaming-Haare leider, Chat, aber ich würde Gottebi trotzdem nochmal gerne machen, aber die melden sich nicht, aber ich würde. ...mal Geld bekommen habe. Und ich hatte eine, wo ich sagen würde, ich glaube, das war meine krasseste Koop, wo ich ein YouTube-Video gemacht habe. Wie viel? Das war 80.000. Für ein Video? Ja. Dedicated oder eine Minute? Hugo hat so stabile Beine, by the way, das ist krass. Es war eine Minute, ein Spiel in einem Video und dann war es so ein bisschen mäßig dedicated. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, was das war. Aber es war so ein Ding, wo ich Geld bekommen habe über Anmeldungen. Und es haben sich unnormal viele Leute angemeldet. Aber ich habe dann auch davon 20.000 Euro meinen Zuschauern zurückgegeben, beziehungsweise den Mod zurückgegeben. Okay, die letzten 3 Fragen, es werden einfach nicht diese Bohnen gegessen. Das ist halt krass. Schon mal mit jemandem... Ja, komm. Du wirst ja eh Nein sagen. Schon mal mit jemandem rumgemacht, dessen Namen du nicht kanntest. Ja. Nö. Okay. Du? War nicht an mich die Frage. Wann letztes Mal Geschlechtsverkehr? Vorgestern. Gestern? Vorgestern? Die Frage würde ich eigentlich gerne dir geben. Das ist spannender. Vor 2 Wochen? 3 Wochen? Ich glaube, letztes Mal hast du die Frage geskippt. Warum jetzt nicht? Und du? Ich habe die Frage ja nicht bekommen. Ja, okay, du kriegst jetzt die letzte Frage. Dann nehmen wir beide noch ein paar Fragen aus dem Community-Tab direkt raus. Weil es geht ja nicht, dass wir beide keine Bohnen fressen. Hast du dich schon mal eingeschissen? Über 12. Ja, ich habe mal ganz schwere Squats gemacht, Kreatin vorher genommen, dazu nichts gegessen und dann keine Carbs gehabt, habe gepupst, da kam ein bisschen Kacki raus. Ja, das war 2021. Da war ich TS. Ja, warte, da war ich TS. Off Stream war das. Da musste ich furzen. Und da habe ich, ich weiß nicht warum, ich war da irgendwie, ich hatte ADS oder so, keine Ahnung. Dann bin ich auf dem Stuhl gestanden und habe meinen Arsch halt ans Mikro gehalten. Oh, wollte furzen, dass die anderen das halt hören. Und da ist halt was mitgekommen. Dann ist sogar auf Aufnahme. Ist auf Aufnahme? Ja. Ist es öffentlich irgendwo? Ich hab's mal im Stream gezeigt. Digga.
Bro gibt einfach zu, sich mit 19 eingeschissen zu haben und juckt ihn das einfach. Das war nicht 19. Warte, nee, warte, warte. 2021 war vor 2 Jahren. Das ist crazy. 3 Jahren. 17 war ich da. Okay, jetzt bei mir war es halt wegen Kreatin, aber bei ihm ist einfach so passiert. Sein Arschloch ist einfach tot. Ich hätte noch 2 Fragen aus dem Community-Tab raus. Aber man darf nicht die gleiche Frage nehmen, die da schon drin war. Ja. Okay. Nee, darf man nicht. Darf man nicht. Schon einen Dreier gehabt. Nein? Ja. Okay, scheiße. Digga, ich weiß auch nicht, was ich dir fragen soll. Wann war dein erstes Mal? Low. Mit 17. Oh, Frage, ist schon public. 2022. Ich will eine Frage, die du nicht beantwortest. Scheiße. YouTube, ihr müsst mir dann helfen in den Kommentaren. Gib mir mal ein paar Fragen fürs nächste Mal, die noch mal eine Stufe draufsetzen. Muss ich das, darf ich das vorlesen? Das ist nicht als Frage. Ja. Wen würdest du auf keinen Fall f***en? Hugo. Als ob man da so eine Person nennen würde. Das ist halt so eine Liste an Menschen. Eure Meinung zu fingern. Digga, was ist das für eine Finde ich wichtig, ist gut, braucht man, um Sachen zu greifen. Scheiße. Influencer-Crush, den ihr hattet, mit denen ihr heute befreundet seid oder euch kennt. Boah. Influencer-Crush, ja gut, bei mir halt auch Schere, ne? Nicht nur befreundet, also vielleicht, aber ist ja auch egal. Ich habe nicht wirklich YouTube geschaut, bevor ich selber YouTube gemacht habe. Na klar, Chat, na klar. Auch keinen. Nee. Na gut. Okay, letzte Frage an Hugo. Komischste, unangenehmste Sexerfahrung? Ich hab mal aufs Versehen mir selber auf die Stirn gewichst. Mein erstes Mal. Echt, warum? Weil das war um 6 Uhr morgens. Wir sind eingeschlafen, aber sind wir beide aufgewacht. Und dann 6 Uhr morgens, ja, das passiert dem Besten. Ja, passiert. Hässlich. Hallo? Aus Versehen, ja, ist höher gekommen, als ich dachte. Ich will das jetzt nicht im Detail erklären, aber... Doch, ist ja die Frage. Manchmal kommt es halt wie eine Kanone. Ah, nee, was war die Frage? Aber peinlichstes, schlimmstes Erlebnis, wenn du nur sagst, mein erstes Mal ist ja nicht, was ist da passiert. Das ist die Alternative, Hugo. Sie hat ja gefragt, ob ich Kondome dabei habe. Ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie sich so auf die Seite gelegt. Und dann, ja, gut. Dein erstes Mal einfach so von der Seite? Ja, ich wusste nicht, wie das geht. Die hat sich einfach auf die Seite gelegt. Ich glaube, ich gedacht, die hat keinen Bock mehr. Ja, das hat sich so... Das war mit wem anders. Hey, mit wem hatte ich schon mal was, wolltet es aber nie sagen? Wem hatte ich schon mal was, wollte es aber nie sagen? Schwierig, keine Ahnung. Kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht. Hugo. Öffentlich? Ja. Hä? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Ah, okay. Wie, also, ja, okay. Das heißt, wolltest du nie sagen, meinen Freunden oder so öffentlich? Öffentlich. Ja, ich kann doch generell nicht einfach Namen nennen. Warum? Soll ich jetzt sagen, ja, keine Ahnung, Justus damals aus der 7b. Der muss man leider essen jetzt. Okay, ich kann eine Sache nennen. Weil es einfach die übelst cringe Storytime ist, okay? Nee, da gibt's ja anscheinend irgendwas, weil du hast mich gefragt, ob ich davon weiß. Dann damn. Nee, das? Oder willst du es nicht erzählen? Ich habe mit einer Person geschlafen, wo es jetzt nicht unbedingt öffentlich gehen sollte. Dann ist. Das ist ja die Frage. Das steht. Ich kann ich nicht. Aber es ist mit ja nicht. Wem hatte ich dir schon mal was? Wollte es aber nie sagen. Du willst es ja nie sagen. Oder? Ja, okay. Ja, dann komm. Ich ruf so raus. Mach Augen zu. Mann, du suchst! Nein, ich such nicht. Ich schwöre, du suchst, Hugo. Ich leg da hin und hol random. Was ich gerade erzählen wollte, die erzähle ich trotzdem, die Storytime. Ich hatte mal mit einem Typen was und es war übel cringe. Das war generell cringe, weil ich zu dem nach Hause gegangen bin. Da war da irgendwie seine Schwester. Und ich war bin alles dumm. Übelst so unangenehm. Und dann oh, es Haupt, danke schön. Nee, aber die war so im Nebenzimmer. Und dann bin ich irgendwie so direkt danach auch heim. Und es war halt jemand aus meiner Freundesgruppe. Und dann hatte ich den so ein Jahr lang nicht mehr gesehen das ist krass. Oder so. Oder ein halbes Jahr. Und dann hat der einfach bei mir, da hatte ich noch so, keine Ahnung, 100 Zuschauer oder so, hat er so einen Stream donated und hat so reingeschrieben, auch unter seinem Namen so, dass er was mit mir hatte und so. Hä, was genau hat er geschrieben? Weird. War nice mit dir im Bett, irgendwie sowas, weißt du? What the f***? Richtig cringe. Und ich kannte den ja, der war ja aus meiner Freundesgruppe. So, ich war ja mit dem, keine Ahnung, 4 Jahre befreundet. Ja. Und es war ultra unangenehm. Und dann war ich halt auch so, Digga, was machst du? Und dann hat er nochmal reingelegt und dann habe ich den auch so privat angeschrieben, weil ich habe ja eben seine WhatsApp-Nummer. Hä? Und war auch so, Bruder, das ist übelst cringe. Hä? Und dann hat er halt eben mit ihm so einen Kumpel, hat er sich halt so einen Spaß draus gemacht. Und der Kumpel hat sich später auch bei mir entschuldigt und meinte, das ist übel unangenehm. Ja, und mein Stream ist das ja eh dodgen, oder? Also als ob das irgendwer glaubt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gedodged habe oder ob ich es gedodged habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich meinte, das ist übel die unangenehme Dono. Ich finde nicht, dass ich die jetzt nehmen müsste. Ich finde, ich habe es gut beantwortet. Wie heißt er? Kann ich es verpiepen? Nö, muss ja sagen. Digga, das ist ja übel dumm. Okay, nee. Ich kann da auch noch eine Frage rausholen. Nee. War Kaffee. Scheiße, Digga, du hast Cappuccino bekommen. Nein, hey, hallo. Ah, ist auch mal jetzt. Gefragt? Ich darf nachziehen. Wie heißt die letzte Person, mit der du geschlafen hast? Ich selber, ich hab gewichst. Hä? Ich bin Ihr könnt mich nicht im Chat, ihr könnt mich nicht.
Ich bin nicht dran. Doch, ich war ja gerade, jetzt bist du wieder. Nee, jetzt ist ja vorbei. Jetzt. Nee, ist noch nicht vorbei. Ja, dann darf ich nochmal danach. Ja, okay. Ja, vergesse. Halt! Du hast vorhin die Frage, ob du mir jemand rumgemacht hast, dass du den Namen nicht mehr kennst und hast gesagt nein. Ja, mach du, Digga, mach du. Ja, Helm, aber was ist das für eine asoziale dieselbe Frage? Dieselbe Frage wie bei mir. Nein. Dieselbe. Die kriegst du, die ich hätte gesagt, disgusting aus. Was kann das sein? Stinkwanze oder geröstetes Marshmallow. Nee, ich hätte das richtig low essen, es tut mir leid, aber ich habe echt keinen Bock darauf. Nein. Ja, doch. Weißt du, wie ich das scheiße finde? Hugo sieht so komisch aus. Du bist ein komischer Typ, Hugo. Ich kann immer noch nicht sagen, ob du was Schlechtes hattest oder nicht. Ich glaube, es ist schlecht, aber irgendwie ist es komisch. Also, es ist nicht so scheiße, aber es ist schlecht auf jeden Fall, glaube ich. Jetzt ist wirklich letzte Frage. Hast du schon was mit dem Influencer? Halt's aber Maul. Und du musst den Namen sagen. Nein, das ist nicht. Steht hier irgendwo. Da ist doch irgendwas im Busch. Ich will wissen, was hier abgeht. Kann irgendwie nicht mehr. Ja, ich sag ja und es gibt ja eine auf. Ja, hatte ich. Aber wie viele Namen soll ich jetzt? Offensichtliche Antwort, Digga. Ach so, ich nee, bin ruhig, Chad, ich bin ruhig. Hä? Okay, offensichtliche Frage. Dann. Ich hab Papa Platte geblasen hinterm Glascontainer. Na und? Ist doch nicht schlimm. Ich kann nicht beantworten, das ist zu viel. Ich kann nicht alles sagen. Antwort. Bin ich bis morgen nur dran. Nein, mach jetzt eine andere. Ja, okay, ja gut, dann darf ich ja jetzt. Zeigt aus euren Fotos ein Bild vom 22.03.2020. Da hatte ich das Handy noch nicht, kann ich nicht zeigen. Kann ich machen. Ja, da, keine Ahnung, da war ich halt anscheinend in meiner Animal Crossing Zone und hab halt gejoggt. Ich hab halt legit nur Animal Crossing Bilder und wo ich joggen war. Super low. Ich hab Bilder von meiner Tastatur. Schlimme? What the hell? Total. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war kein richtiges Antwort oder Jellybean, sondern es war einfach stark. Ein brutales Antworten-Video. Gutes Video. Falls ihr mehr von Hugo sehen wollt, schaut mal auf seinem Kanal super, vorbei. Mega geil. Und schreibt mal ein super, paar Fragen mega geil. In die Kommentare, super, falls mega ich geil. Ein Format mache, falls es in die dritte Runde geht, dass der Mann auch endlich mal die Bestrafung bekommt. Alles klar, super.